Da sind wir jetzt also nicht nur im Herzen von Solothurn, sondern auch im Herzen vom zum alten Stefan. Herr Zaug, warum eigentlich zum alten Stefan? Zum alten Stefan ist das älteste Restaurant vom Kanton Solothurn. Unsere Grundmauern sind über 1000-jährig und es ist sehr historisch, mehr vis-à-vis die Stephanskapelle. Und wegen dem heisst das Restaurant zum alten Stefan. Ihre Gastköche sind am Weibeln, sind ihr parat? Jetzt sind wir parat, ich könnte nachher gerne schauen. Während sich die internationale Küchenmannschaft also auf die Gäste vorbereitet, genießen die den Überraschungsapero. Dieser scheint sich bereits positiv auf die Stimmung der Gäste auszuwirken. Das ist der wichtigste Moment. Begrüßung, Asado, wie wir hier zelebrieren, und die Party geht los. Das Gastgeber-Restaurant ist mit einem Michelin-Stern und 17 Gourmillot-Punkten geadelt. Dort, wo sonst saisonal abgestimmte Feinschmecker-Menüs aufgetischt werden, dominiert heute Abend die argentinische Küche. Chipa nennt man dieses Käsegebäck, eine Spezialität aus dem Nordosten Argentiniens. Ein Blick auf die Karte lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ein Querschnitt durch Argentiniens Küche, wie diese Königskrabbenvorspeise oder der Loup de Mer. Die Kombination mit Schweizer Grundprodukten macht es aber aus. La calidad de los quesos es magnífica. Die Käsequalität ist beeindruckend, genauso wie die Qualität der verschiedenen Gemüse- und Brotsorten. Wir sind fasziniert von der Vielfalt und der Qualität der Produkte aus dieser Region. Die Produktequalität in der Schweiz ist generell exzellent. Auch dank dem wurde der Auftakt des Festivals ein kulinarischer Erfolg. Ein fester Bestandteil der argentinischen Küche sind Fleischgerichte. Eine klassisch brasierte Rinderrippe wird aufgetischt. Köstlich. Die Gäste sind begeistert. Kombination zwischen Soße, Fleisch, das Gewürz. Einfach herrlich. Ausgezeichnet. Und die Variation ist einfach fantastisch. Der Fisch voraus war ausgezeichnet gewesen. Und das Fleisch ist ehrenwert zart, geht fast abeinander. Und das, was am Knochen ist, ist das Beste. Was Fleisch ist, wir haben hier natürlich schon einen argentinischen Schnitt jetzt auf dem Knochen aufgebunden. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen, das Gericht, das wir heute servieren. Aber es ist Schweizer Fleisch, oder? Herr Zaug lernt auch noch etwas. Ich lerne all Tag. Gott sei Dank. Und es macht Spass, besonders mit solchen Freunden zusammen zu arbeiten. Macht enorm Spass. Die beiden Gastköche dirigieren die hiesige Küchenmannschaft auf engstem Raum. Obwohl man nicht dieselbe Sprache spricht, versteht man sich blendend. Wir fühlen uns fantastisch, weil hier in der Küche eine Energie und Synergie zwischen der lokalen Brigade und uns Argentiniern entstanden ist. Denn wer professionell arbeitet, kann sich in allen Küchen dieser Welt behaupten. Zudem wurden wir hier außerordentlich großzügig empfangen. So wie Dolly bereits erwähnt hat, gibt es in der professionellen Küche keine Sprachbarrieren. Wir verstehen uns und sind einer Meinung, wenn wir zum Beispiel von einem Fond sprechen oder wenn es darum geht, einen Fisch zu filetieren.